In diesem Video geht es um 5 außerkörperliche, teilweise unfassbare Erlebnisse von Peter H. aus Bayern. Er hat mich vor einigen Wochen deswegen angeschrieben und mir in persönlichen Gesprächen näher darüber erzählt. Er möchte anonym bleiben, hat mir aber gestattet, hier darüber zu berichten. Peter hatte diese Erlebnisse nicht bewusst herbeigeführt, sie sind einfach unwillkürlich passiert, ohne dass er etwas dagegen hätte tun können. Diese Erlebnisse sind ihm bis heute so sehr im Gedächtnis geblieben, als wären sie erst gestern passiert. Bevor es losgeht, muss noch darauf hingewiesen werden, dass die folgenden Schilderungen ein paar dramatische, potenziell beängstigende Dinge enthalten. Diese Erlebnisse nehmen aber immer einen guten Ausgang. Am erstaunlichsten sind die beiden letzten Erlebnisse, also das 4. und 5. Aber wir beginnen der Reihe nach. Zeitmarken für die 5 Erlebnisse sind in der Videobeschreibung gesetzt. Ein Blick auf die Welt noch vor der eigenen Geburt. Ich war ungefähr 6 Jahre alt und soweit ich mich erinnere, ging ich in unserem Haus die Treppe nach oben, um in die Küche zu gehen. Als ich die Tür zur Küche öffnete, war diese aber etwas verändert. Ich meine damit nicht, dass sie anders eingerichtet war, aber meine Sicht auf die Küche war anders. Ich sah die Küche von einem übersichtlichen Punkt von oben, etwa in der Höhe der Decke, gegenüberliegend vom Eingang. Da sah ich meine Mutter vor dem Spülbecken auf dem Boden sitzen und ich sah Blut unter ihr. Dann war da dieser aufdringliche Gedanke, oh nein, nicht diese Welt. Ich wusste in diesem Moment nicht, woher dieser Gedanke kam. Er war wirklich stark und irgendwie auch verzweifelt, aber ich wusste nicht, warum. Später, nach diesem Erlebnis, habe ich einmal mit meiner Mutter über das Kinderbekommen gesprochen und ich fragte sie, ob sie Probleme bei der Schwangerschaft hatte. Sie meinte, bei meiner Schwester und meinem Bruder gab es überhaupt keine Probleme und auch bei mir wäre die Geburt leicht gewesen, nur hatte sie öfter austretende Blutungen, während sie mit mir schwanger war. Das hat mich dann doch ein wenig überrascht, deswegen blieb mir dieses Gespräch gut in Erinnerung. Schließlich wurde mir klar, dass dieses Erlebnis eine Erinnerung an einen Zustand vor meiner körperlichen Geburt war. Es war ein vorgeburtlicher Blick auf mein zukünftiges Erdenleben und ich hatte einen starken Unwillen, in dieses Leben zu treten. Von den Blutungen meiner Mutter konnte ich als körperlicher Mensch nichts erfahren haben, denn diese waren nach der Schwangerschaft vorbei und mir wurde erst später darüber erzählt, nachdem ich diese Vision hatte. Eine kurze Astralreise als Kind im Alter von etwa 8 Jahren. Ich spielte gerade in einem Sandhaufen vor unserem Haus. Ich stand auf und wollte auf die Uhr des Kirchturms schauen, aber da war plötzlich nicht mehr der Kirchturm, sondern stattdessen ein Haus und ich sah mich selbst, meinen geistigen bzw. astralen Körper, leicht schräg von unten vor diesem Haus stehen. Dann sah ich ein dunkles, abscheuliches Wesen, das mir Angst machte. Es kam auf meinen geistigen Körper zu, der vor dem Haus stand. Ich dachte nur, lauf weg, und schon rannte ich ein paar Mal ums Haus herum. Das Wesen war hinter mir her. Kurz bevor es mich erreichte, so nach der 2., 3. Runde, ging die Tür des Hauses auf, eine leuchtende menschliche Gestalt trat heraus und nahm mich an der Hand zu sich. Das dunkle Wesen blieb stehen und kam nicht näher. Stattdessen ging es weg, aber ich hatte noch viel Angst in dieser Situation. Dann endete dieses Erlebnis mit einer vertikalen Wellenbewegung und der Kirchturm war wieder zu sehen. Dieses vertikale Schwingen trat auch bei meinen anderen außerkörperlichen Erlebnissen auf, nur in einem Fall war es ein horizontales Schwingen. Die dritte außerkörperliche Erfahrung. Die dritte außerkörperliche Erfahrung hatte ich im Frühjahr 1980 im Alter von 19 Jahren. Sie passierte beim Kiffen, aber später wurde mir klar, dass diese Erfahrung nichts mit dem Kiffen zu tun hatte, weil sie später nie wieder dadurch eingetreten ist. Es war abends, ca. 21 Uhr, da fragte mich ein Bekannter, ob ich nicht Lust hätte, ein bisschen Hasch zu rauchen. Probieren wollte ich es schon seit längerem. Er wusste das auch und deshalb fragte er mich. Ich stieg in sein Auto ein und wir fuhren die Straße hoch, die an den Waldrand zu einem Aussichtspunkt führte. Von dort aus hatte man einen guten Blick auf unser Dorf. Ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht wusste, wie es sich anfühlte, high zu sein. Er fragte mich, ob ich bereit sei, es zu probieren. Ich sagte, okay, jetzt bin ich hier, also teste ich es mal. Er begann dann, eine Pfeife mit Tabak zu stopfen und dem Haschisch, das er vorher warm machte und unter den Tabak mischte.
Er zündete die Pfeife an und wir rauchten sie gemeinsam. Als ich ein paar Mal daran gezogen hatte, dachte ich, ich fühle mich noch normal. Ich schaute durch die Windschutzscheibe auf die Lichter unseres Dorfes. Mein Bekannter holte nach ein paar Minuten ein Messer und ein Stöckchen unter dem Sitz hervor und begann, mit dem Messer an dem Stock zu schnitzen. Ich schaute ihm kurz zu und dann blickte ich wieder auf das Dorf. Ich fühlte mich noch immer nicht anders als sonst auch, aber plötzlich, vollkommen unerwartet, begann für mich alles vertikal zu schwingen. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, nicht mehr in meinem Körper zu sein, sondern etwas oberhalb meines Kopfes. Dann war da wieder dieses dunkle, unnatürliche, tierische, aber doch aufrecht gehende große Wesen, das mich damals um das Haus jagte. Mein geistiger Körper stand rechts neben ihm und es sah so aus, als würde ich mit diesem Wesen diskutieren. Ich blickte auf diese Szene mit Angst. Was mache ich hier? Wieso bin ich hier? Und wird es mich jetzt töten? Du musst hier weg, dachte ich. Mein geistiger Körper machte eine Armbewegung nach rechts, woraufhin sich auch mein Blick nach rechts wandte. Dann sah ich ein riesiges, orange leuchtendes Tal, in dem Millionen Menschen waren. Dann erhob sich mein geistiger Körper und flog zu diesen Menschen hin. Jetzt geschah etwas sehr Merkwürdiges, denn ich war plötzlich eins mit diesem Astralkörper und sah jetzt alles im Flug. So sah ich auch, was wirklich mit diesen Menschen los war. Sie wurden alle von dem Berg festgehalten, ja so, als wären sie mit ihm verwachsen. Sie waren in sich gekehrt und nahmen ihre Umgebung gar nicht wahr. Vielleicht wussten sie noch nicht einmal, wo sie sich befanden. Dazu eine Anmerkung. Dass in außerkörperlichen Erfahrungen andere Seelen wahrgenommen wurden, die in sich gekehrt waren und sich selbst von der Befreiung abhielten, wurde auch im Zuge von Nahtoderfahrungen schon berichtet, so zum Beispiel in der berühmten Geschichte von George Ritchie oder den besonders in den USA bekannten Fällen von Angie Fenimore und Betty Eady. Peter berichtet weiter. Was mir noch auffiel war, dass es Menschen aller Rassen waren. Da waren Asiaten, Europäer, Schwarze, Inder und manche sahen aus wie Eskimos. Ich fragte mich, ob das auch mein Platz sei, aber ich wollte hier nicht bleiben und so blickte ich nach oben und sah eine riesige, orange leuchtende Sonne links über dem Tal hängen. Mein Blick wanderte dann senkrecht nach oben. Weit oben befand sich eine hell leuchtende Wolkendecke. Ich beschloss, zu dieser leuchtenden Wolke zu fliegen. Als ich bemerkte, dass ich mich nach oben bewegte, wurde ich ruhiger und ich wagte einen Blick nach unten. Das dunkle Wesen stand noch da und schaute mir nach. Ich dachte, hoffentlich kommt es mir nicht nach und zieht mich nicht wieder nach unten. Es kam nicht. Bei meinem Flug nach oben sah ich noch andere dunkle Wesen, die nicht so behaart waren wie das eine. Sie hatten Hörner auf dem Kopf und in den Händen hielten sie Speere. Von diesen Wesen sah ich ein paar stehend in verschiedenen Höhen während des Fluges nach oben. Sie griffen mich nicht an, aber ich hatte Angst, dass sie es tun würden. Kurz vor Erreichen der Wolkendecke trennte sich mein Bewusstsein wieder von meinem geistigen Körper und ich sah diesen in die Wolkendecke eintauchen. So wie das Ganze gekommen ist, so hat es aufgehört, und zwar mit ein paar vertikalen Schwingungen. So war ich wieder über meinem Kopf, etwa in der Höhe des Innenspiegels im Auto. Ich sah meinen Bekannten von vorne immer noch an seinem Holz herumschnitzen, dann war ich wieder in meinem Körper. Ich hatte mir danach geschworen, dieses Zeug nicht mehr zu rauchen. Aber nach einiger Zeit probierte ich es doch wieder, vielleicht auch, um zu sehen, ob wieder so ein Erlebnis eintreten würde. Aber Fehlanzeige. Ich hatte während meiner ganzen 3,5-jährigen Zeit des Kiffens kein einziges außerkörperliches Erlebnis, auch wenn ich noch so sehr im Rausch war. Erst später wieder im Februar 1984 mit der Zukunftsvision und da hatte ich davor nichts geraucht. Eine tiefere Astralreise mit Zukunftsvision, die später real wurde. Ich ging um ca. 22 Uhr ins Bett und schlief, soweit ich mich erinnere, schnell ein. Plötzlich war ich hellwach und ich befand mich außerhalb meines Körpers. Im ersten Moment war ich nicht sehr überrascht oder verängstigt, weil ich diesen Zustand bereits früher hatte und ich mich daran erinnerte. Bei den früheren Erfahrungen erlebte ich meistens diese Wellen wie eine Art Vorhang, der zur Seite geschoben wurde, woraufhin ich einen Film über eine andere Wirklichkeit sah. Aber diesmal war es anders. Es wirkte irgendeine Kraft auf mein Bewusstsein, die mich aus meinem Zimmer zog, irgendwohin. Ich fühle es noch heute. Da war auch dieser Gedanke, ich sei so klein wie ein Atom und so unheimlich schnell. Es fühlte sich an wie eine Achterbahnfahrt. Und dann stand ich vor diesem abscheulichen Wesen, das ich früher schon zweimal gesehen hatte. Ich schrie es an.
Was willst du diesmal von mir? Es deutete mit seinem Arm zu einer Art Treppe, die nach unten führte. Also ging ich diese Treppe nach unten. Als ich ein paar Stufen nach unten gegangen war, lag vor mir ein See, der blutrot schimmerte. Über diesem See schwebte eine Steinplatte, auf der meine damalige Freundin aus dem irdischen Leben, Siglinde, mit Christian, einem Bekannten von uns, und mit Erich und Melanie, einem Pärchen, mit dem wir früher öfter zusammen waren, standen. Melanie hielt ein Baby in ihren Armen. Ich war erschrocken, als ich das sah, und rief ihnen zu, sie sollen ans Ufer kommen, da es sehr gefährlich aussah, wie diese Steinplatte über dem See schwebte und dabei auch noch schwankte. Aber sie folgten mir nicht, sondern riefen zurück, dass alles so schön sei und ich ja zu ihnen kommen könnte. Das aber wollte ich nicht, zumal auch nicht viel Platz auf dieser Steinplatte war. Ich sah ihnen nach, wie sie sich immer weiter vom Ufer entfernten. Dann fragte ich mich, was ich jetzt tun sollte. Ich hatte keinen physischen Körper mehr, aber irgendwo musste er doch sein. Ich überlegte, wie ich wieder in diesen Körper kommen könnte. Da fiel mir ein, ich könnte die Treppe wieder nach oben gehen, dorthin, wo ich herkam. Ich schaute mich um und sah auch dieses Wesen nicht mehr. Diese Idee gefiel mir, also ging ich die Treppe wieder nach oben. Doch plötzlich, auf etwa halbem Weg, tauchte dieses dunkle Wesen vor mir wieder auf. Ich habe mich in diesem Moment sehr erschrocken, wobei ich irgendwie die Kontrolle über mich verlor und die Treppe nach unten stürzte. Ich war in dieser Finsternis gelandet. Alles um mich herum war dunkel. Es gab nichts, wohin ich gehen konnte. Keinen Ausgang, kein Licht, nichts war hier. Einen Moment später sah ich doch etwas. Es waren Menschen, die auch durch diese Finsternis trieben. Ich wollte Kontakt mit ihnen aufnehmen, damit wir gemeinsam einen Ausweg aus der Dunkelheit finden. Aber es gelang mir nicht. Ich konnte durch sie hindurchgehen, aber sie nahmen mich nicht wahr. Die Angst wurde größer und ich musste mir eingestehen, dass ich selbst schuld war für diese Lage, in der ich mich nun befand. Ich dachte noch, du bist jetzt 22 Jahre alt und hast dein Leben versaut. Du wirst vermutlich für immer durch diese Finsternis schweben. Mein Gott, ich kann nicht mehr. Als ich das dachte, sah ich einen Lichtpunkt in weiter Ferne, der näher kam. Im ersten Moment dachte ich, es wäre der Schein einer Taschenlampe. Aber als er näher kam, sah er nicht wie ein Lichtstrahl aus, sondern eher wie ein Nebel, der von sich selbst leuchtet. Dieser leuchtende Nebel kam etwas unterhalb von meinem geistigen Körper auf mich zu. Als er etwa auf gleicher Höhe wie mein geistiger Körper war, änderte er plötzlich die Richtung um 90 Grad nach oben und hüllte meinen Körper vollkommen ein. Als ich das sah, dachte ich, wieso kommt er nicht zu mir, zu meinem Bewusstsein? Aber dennoch, obwohl nicht mein Bewusstsein in diesem strahlenden, feinstofflichen Nebel war, überkam mich ein unglaublicher Frieden und eine Harmonie, die es in dieser irdischen Welt nicht gibt. Auch dazu eine Anmerkung. Dass Seelen in dunklen Bereichen der geistigen Welt als Folge auf das Bitten durch ein lebendiges Licht eine Erlösung erfuhren, wird auch immer wieder im Zuge von Nahtoderfahrungen berichtet. Dieses Licht wird meistens als Gott identifiziert. Dieser Kanal ist zwar kirchlich neutral, aber dennoch sei hier erwähnt, dass sich einige Elemente von Jenseitserfahrungen in gewissen Textstellen der Bibel und anderer spiritueller Schriften bestätigen, so etwa in Jeremia 29,13 die Sache mit der Hilfe. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Oder in Römer 10,13. Da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Juden und anderen Völkern. Sie alle haben ein und denselben Herrn, Jesus Christus, der aus seinem Reichtum alle beschenkt, die ihn darum bitten. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Weiter mit Peters Erfahrung. Es fühlte sich tatsächlich so an, als wäre mein geistiger Körper mit unserem Schöpfer vereint. Ich sah meinen geistigen Körper in ihm leuchten. Ich sah, wie mein Mund sich bewegte und ich sprach, und wie ich aufmerksam zuhörte. Ich machte mir Gedanken über mein bisheriges Leben. Ich versprach ihm, mich zu ändern und mit dem Kiffen aufzuhören. Als ich das versprach, ging dieser Lichtnebel wieder von mir weg. Ich fragte mich, warum er weggeht. Ich sah dann auch meinen geistigen Körper nicht mehr. Ich wollte eigentlich mit dem Lichtnebel mitgehen und rief ihm nach, halt, warte auf mich, nimm mich mit. Aber er entfernte sich weiter von mir. Dabei wurde er auch kleiner und die Finsternis um mich herum wurde größer. In meiner Verzweiflung, ich wollte ja so gerne mit ihm gehen und nicht hierbleiben, rief ich. Was geschieht nun mit mir? Als ich das dachte, fing dieses Licht und auch die Finsternis um mich herum an zu schwingen.
Erst langsam, dann immer schneller. Dann erreichte es einen Höhepunkt und es wurde wieder langsamer. Es ist schwer zu beschreiben. Es war ähnlich, als würde man sich mit Wellen auf dem Meer auf und ab bewegen und alles durchblicken bis zum Meeresgrund. Die Farbe Blau mischte sich hinzu. Als das Schwingen zu Ende war, konnte ich nicht glauben, was ich da sah. Für meinen Verstand war das zu diesem Zeitpunkt einfach nicht fassbar. Dann sah ich auf einmal den Tag meiner Hochzeit. Ich betrachtete ihn lange, gefühlte 10 bis 15 Sekunden. Es war ein strahlend blauer Himmel. Keine Wolke war zu sehen. Meine Frau, die ich in der irdischen Welt zu diesem Zeitpunkt noch nicht kannte, stand rechts neben mir. Sie trug einen weißen Schleier. Sie stand da und hob die Hand zum Gruße. Mein zukünftiges Ich stand da und blickte nach oben, als ob er etwas am Himmel suchen würde. Ich erkannte meinen Bruder, der hinter uns im Türbogen der Eingangstüre stand. Die meisten anderen Menschen kannte ich nicht, außer Elke. Aber wo ist ihr Freund Helmut? Und da ist Ulrike. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich hörte die Vögel mit den Kindern lachen. Ich sah den gesamten Kirchplatz vor mir, den Berg im Hintergrund, den Stand der Sonne. Als ich diese Szene einige Zeit beobachtete, dachte ich, wie lange muss ich das noch ansehen? Dann begann es wieder kurz zu schwingen und dabei entfernte sich diese Vision auch räumlich oder ich mich. Ich war wieder in meinem Zimmer. Durch das Dachfenster sah ich, dass es schneite. Ich war noch außerhalb meines irdischen Körpers, denn von meinem Bett aus, wo dieser Körper lag, konnte man das nicht sehen. Dann fuhr ich wieder in meinen irdischen Körper ein und es fühlte sich so an, als jagten 1000 Volt durch meine Glieder. Der Körper begann kurz zu zucken, dann fiel ich in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Am nächsten Morgen wachte ich topfit auf, aber mit vielen Gedanken über das, was in dieser Nacht geschah. Was war in dieser Nacht passiert? Mit vielen Gedanken ging ich zur Arbeit. Diese Szene mit der Hochzeit lag circa 4,5 Jahre in der Zukunft und sie ist genau so geschehen. Der einzige Unterschied, der mir einfällt, ist der, dass der Platz vor der Kirche in meiner Erinnerung 1,5 bis 2-fach größer wirkte, als er es tatsächlich ist. Auch all die anderen Visionen sind genau so eingetreten, wie ich sie in der Astralreise sehen konnte. Sieglinde und ich trennten uns circa 5 Wochen später und sie war dann mit Christian zusammen, den ich mit ihr auf dieser Steinplatte über dem See gesehen habe. Ebenso erfuhr ich circa 3 Monate später, dass Melanie schwanger war und später bekam sie dann auch ihr Kind, das sie auf der Steinplatte über dem See in den Armen hielt. Tatsächlich konnte ich dann auch relativ schnell mit dem Kiffen aufhören, wie ich es dem Lichtnebel versprochen hatte. Die Herzoperation im Jenseits und die Heilung. Es war etwas mehr als 2 Jahre nach dem Erlebnis mit der Zukunftsvision, also ungefähr April, Mai 1986. Ich wog zu diesem Zeitpunkt knapp 100 Kilo. Ich rauchte seit meinem 14. Lebensjahr Zigaretten. Das waren zu diesem Zeitpunkt über 10 Jahre und davon gut 3 Jahre Hasch. Der Zigarettenkonsum belief sich auf 1 bis 2 Schachteln am Tag, am Wochenende auch mal ein wenig mehr. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt nie irgendwelche Arten von Sport gemacht. Dementsprechend war auch meine Kondition. Wenn ich die 2 Treppen nach oben in mein Zimmer gegangen war, war ich fix und alle. Ich dachte oft, wie es mit mir weitergehen soll. Wie soll das jemals geschehen, was mir dieser Lichtnebel zeigte? Durch meinen Selbstmordversuch circa 1 Jahr zuvor musste ich vom Arzt aus das Neuroleptikum Haldol und das Antidepressivum Aponal einnehmen. Diese beiden Mittel machten mich nicht viel glücklicher, dafür aber träger, als ich es sowieso schon war. In dieser Nacht wurde aber ein Grundstein gelegt, der mein Leben änderte, auch wenn ich es zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstand. Ich ging zu Bett. Ich hatte das Gefühl, noch nicht lange geschlafen zu haben, als ich plötzlich meinen Körper unter mir liegen sah. Ich dachte, ich sei tot und dass mein Herz zu schwach sei. Ich weiß nicht, wie ich auf diesen Gedanken gekommen bin. Er kam einfach so, als ich meinen physischen Körper unter mir liegen sah. Ich war nicht allein, jemand näherte sich mir. Ich kannte ihn nicht. Bevor ich überhaupt einen weiteren Gedanken fassen konnte, sagte dieser jemand, er sei Arzt und wolle mir helfen. Er habe mein Klagen schon lange vernommen und sei jetzt gekommen, um mir ein neues Herz zu geben. Ein neues Herz, wunderte ich mich, aber das bedeutet, ich muss an eine Maschine angeschlossen werden und den Rest meines Lebens, was vielleicht noch 2 Jahre sind, in einem Krankenhaus verbringen. Nein, das will ich nicht. Lieber sterbe ich gleich. Er sagte, nicht mit diesem Herz. Es ist ein sehr altes Herz. Als er das sagte, bin ich fast ausgerastet, denn ich dachte, er würde mir ein Herz von einem alten Menschen geben.
Ein altes Herz, da kann ich wirklich gleich sterben, denn dadurch schrumpfen meine Überlebenschancen vielleicht auf ein halbes Jahr. Nein, das lasse ich nicht mit mir machen. Zu diesem Zeitpunkt waren mein Bewusstsein und mein geistiger Körper eins. Der Arzt stand mir direkt gegenüber. Plötzlich, völlig unerwartet, schnellten seine Hände hervor und berührten mich am Hals rechts und links. In diesem Moment war es so, als würde alles Leben aus mir genommen. Ich war wie gelähmt, mein Verstand war aber nach wie vor klar. Der Arzt drehte meinen geistigen Körper in die Waagerechte, mein Bewusstsein trennte sich von meinem geistigen Körper und ich war nun wieder Beobachter. Mein Körper schwebte in ein Zimmer und der Arzt kam hinterher. In diesem Zimmer war ein Bett, auf das ich zuschwebte und darauf zum Liegen kam. Mehr nahm ich in diesem Zimmer nicht wahr. Nun ging mein Ich wieder in den geistigen Körper zurück und sah dieses Geschehen vom Bett aus. Der Arzt hob seine Hände in die Höhe, dabei hielt er eine rot leuchtende Kugel in der Hand, was für mich überhaupt nicht aussah wie ein Herz. Ich lag auf dem Bett und konnte mich nicht wehren. Was tut er jetzt? Er will mir doch nicht dieses Ding in die Brust pflanzen. Was ist, wenn es von einem bösen Menschen ist? Werde ich dann auch böse sein? Das waren meine Gedanken in diesem Moment. Dann sah ich ein Kreuz über mir schweben. Dies beruhigte mich und der Arzt legte mir die Kugel in die Brust. Ich spürte keinen Schmerz, nichts. Er sagte, er sei fertig und ich kann jetzt aufstehen und laufen. Ich sagte, ich bin gerade operiert worden, ich muss mich ausruhen, erholen. Nein, nach einer Herzoperation kann man nicht gleich aufstehen und laufen. Aber er sagte nur, nicht bei diesem Herz, es sei stark und hält allen Belastungen stand. Er sagte dies in einem sehr bestimmenden Ton, aber nicht böse oder aggressiv. Also stand ich auf und lief aus dem Zimmer. Jetzt trennte sich wieder mein Bewusstsein von meinem geistigen Körper und ich beobachtete mich, wie ich zu laufen begann. Ich lief über Felder, durch Wälder, an Flüssen entlang und es erfreute mich, mich so zu sehen. Am Ende eines langen Weges war eine Bank. Dort setzte ich mich hin und auch der Arzt, den ich während des Laufens nicht sah, setzte sich zu mir. Er fragte mich, ob er zu viel versprochen hätte. Zu viel versprochen? Nein, dachte ich. Und dabei sah ich, wie mein Daumen nach oben ging. Dann war mein Bewusstsein wieder über meinem physischen Körper. Noch ein kurzer Blick auf ihn und dann war ich auch schon wieder drinnen und schlief. Am nächsten Tag, als ich aufwachte, hatte ich dort am Hals, wo der Arzt mich berührte, leichte Schmerzen beim Schlucken. Sie vergingen aber wieder nach ein paar Stunden. Am 11.06.1986, also kurze Zeit nach diesem Erlebnis, habe ich mit dem Rauchen aufgehört. Den Entschluss dazu fasste ich einen Tag vorher. Ich hatte davor schon ein paar Mal probiert, mit dem Rauchen aufzuhören, aber dauerhaft ist es mir nie gelungen. Ein paar Bekannte fragten mich dann eines Tages, ob ich nicht einmal mit ihnen joggen gehen wolle. Ich machte mit und ich weiß noch genau, wo das war. Wir liefen ungefähr 4 Kilometer am Main entlang. Sie liefen meinetwegen extra langsam und ich kotzte mir fast die Lunge aus dem Leib. Aber ich hielt durch. Es begann mir zu gefallen. Die Psychopharmaka ließ ich nach ein paar Mal Laufen einfach weg. Ich spürte, dass mir das Laufen gut tat. Auch verlor ich an Gewicht. Irgendwann ging ich zu dem Neurologen, der mir die Medikamente verschrieben hatte, weil ich noch einen Termin hatte. Ich dachte, dass er bestimmt mit mir schimpft. Als ich in seinem Zimmer saß, fragte er zuerst, ob ich abgenommen habe. Ja, ungefähr 10 Kilo und ich nehme die Tabletten nicht mehr. Das ist mir noch nachgerutscht. Er schaute mich erstaunt an und fragte, was ich gemacht hätte. Ich gehe jetzt viel joggen mit Freunden, sagte ich. Das ist gut, das ist sehr gut. Er freute sich darüber und ermutigte mich, so weiterzumachen. Er sagte, dass diese Tabletten keine langfristige Lösung seien und er sich wirklich sehr freue, dass sie doch so gut gewirkt und mir geholfen hätten, wieder Lebensfreude zu finden. Von dem nächtlichen Besucher habe ich ihm nichts erzählt. Ich glaube nicht, dass dieses neue Lebensgefühl von den Tabletten herkam. Es war dieser geistige Arzt, der mir letztendlich geholfen hat. Wer oder was er auch immer ist, ich danke ihm. In den nächsten Jahren bin ich sehr viel gelaufen und Rad gefahren. Im Dezember 1986 habe ich dann meine damalige Frau kennengelernt.